Die Fläche der stirnseitigen Großhirnrinde vor den beiden großen, von oben nach unten verlaufenden Windungen macht beim Menschen rund ein Drittel der gesamten Großhirnoberfläche aus, beim Schimpansen dagegen nur knapp ein Zehntel. Anatomisch gesehen liegt der Unterschied zwischen Mensch und Tier also vor allem in der Ausbildung des Stirnhirns begründet. Wofür verwenden wir Menschen denn diesen Zugewinn an Stirnhirnvolumen? Vielleicht lässt sich die Bedeutung dieser Entwicklung anhand der folgenden Situation verdeutlichen, die mit einer Beobachtung der berühmten Schimpansenforscherin Jane Goodall beginnt. Der Schimpansenjunge Figan, den Jane Goodall 1962-63 in Kenia beobachtete, war ein aufgewecktes Kerlchen. Einmal entdeckte er eine Banane, die Jane oben in einem Baum versteckt hatte. Er hätte wohl zu gerne gleich zugegriffen, doch am Stamm des Baumes lehnte der große und starke Schimpanse Goliath. Wenn Figan versucht hätte, die Banane zu holen, ja vermutlich selbst dann, wenn Figan sie nur mit sehnsüchtigen Blicken länger angesehen hätte, wäre Goliath aufmerksam geworden. Vermutlich hätte sich Goliath die Banane selbst geholt. Was tun? Figan zog schweren Herzens ein Stück weiter weg, behielt jedoch Goliath im Auge. Als sich dieser nach einer Weile entfernte, kam Figan blitzschnell zurück und griff sich die Banane. Jane Goodall schreibt, wäre er in der Nähe der Banane geblieben, hätte er vermutlich dann und wann zu ihr hinaufgespäht. Deshalb hatte Figan nicht nur darauf verzichtet, seinen Wunsch unverzüglich zu befriedigen, sondern hatte sich außerdem noch zurückgezogen, um sein Geheimnis nicht durch Blicke zu verraten. Niemand kann mit Sicherheit wissen, ob Goodalls Interpretation von Figans Überlegungen zutrifft. Meist zeigen sich ja ältere Schimpansenmänner den Jungen gegenüber tolerant, wenn sie nicht gerade einen Wutausbruch haben. Es gibt auch alternative Erklärungen für Figans Verhalten, wie andernorts ausgeführt wurde. Das Schöne an der Geschichte ist jedoch vor allem die Existenz von verschiedenen Ebenen der Deutung. Erstens weiß der Schimpanse Figan offenbar über mögliche Reaktionen des Alpha-Tiers Goliath Bescheid. Zweitens macht sich Jane Goodall Gedanken über diese Vorhersagen in Figans Gehirn. Und drittens reflektieren wir an dieser Stelle über die Hypothesen der Affenforscherin, die sie anstellt, um die Beobachtungen des von ihr beobachtenden Tieres zu deuten. Welch ein Wunderwerk ist doch der menschliche Geist. Was auch immer im Gehirn des Affenjungen Figan vorgegangen sein mag, die Gedanken, die wir uns Menschen machen, gehen um Größenordnungen darüber hinaus. Welche Funktionen sind wohl für eine solche Leistung erforderlich? Wir werden 4 Funktionen näher betrachten. Um fremdes Verhalten vorhersagen zu können, braucht man erstens die grundsätzliche Fähigkeit, Entwicklungen vorhersagen zu können. Zweitens ist es für komplexe Prozesse erforderlich, Modelle zu verwenden, also auf Prozesse zurückzugreifen, die man in ähnlicher Weise bei anderen Objekten kennengelernt hat. Drittens haben Menschen die Möglichkeit, über Modelle und deren Zweckmäßigkeit mit anderen in Austausch zu treten. Viertens werden über grundsätzliche Zweckmäßigkeit, Vertrauenswürdigkeit und die momentane Eignung Bewertungen vorgenommen. Die sogenannten Funktionen gibt es auch bei Schimpansen, allerdings deutlich geringer ausgebildet als bei Menschen. Vor allem die Verwendung von Modellen ist bei Tieren kaum nachzuweisen. Und der Austausch zwischen den Individuen beschränkt sich, wenn man von den Lautäußerungen der Schimpansen absieht, im Wesentlichen auf Blick-, Zeige- und Drohbewegungen. Bewertungen beziehen sich bei Schimpansen vor allem auf mögliche Konsequenzen für das eigene Wohlbefinden.
genau diese Funktionen, die wir aufgezählt haben, sind jedoch Leistungen des Stirnhirns und sie lassen sich in einzelnen Regionen des Stirnhirns lokalisieren. Im Folgenden werden wir uns mit diesen Funktionen genauer vertraut machen.